ausbacken. So, spielen Sie sie mal weg. Sehr schön. Sehr mal was anderes. Kurz der Fangabsage, wie kommst du überhaupt auf eine Ducati? Wie war die Vorgeschichte? Ich kann mich noch irgendwie an den abendliche Kurznachricht erinnern. Es war einfach, weil ich mir was Gutes tun wollte und nicht gewusst habe, was ich letztendlich kaufen soll. Ich hatte einen GS anderthalb Jahre lang. Und dann dachte, jetzt muss ich irgendwas fahren, was du nicht gefahren hast. Und dann ist eben die Ducati ins Auge gefallen. Und dann eben, wenn dann gleich das Richtige, dann mit Pikes Peak. Genau. Und dann habe ich mit dir Kontakt aufgenommen, weil ich es bei dir auf deiner Homepage gesehen habe. Genau. Und so haben wir uns dann am nächsten Tag hier getroffen. Und irgendwie hast du gesagt, irgendwie eine Saison was außerhalb des Mainstreams mal zu fahren. Genau. Wäre kein Fehler, gell? Genau. Aber das ist alles andere als Mainstream, ja. Die Maschine. Ja. Ja, dann waren wir hier und haben noch ein bisschen mit Alex hier an der Optik getunt. Ja, ja. Absolut, ja. Und dann gab es dieses schwarze Face, weil normalerweise haben wir ja so ein rot-weißes Face. Dieses weiße Multistrata-Dreieck, das hat man gelassen, aber ansonsten hat es jetzt ein richtiges, sportliches, schwarzes Face bekommen. Normal ist sowieso schwarz bis hierhin. Der Rest genau, wie wir vorne noch einen stehen. Ja. Kann man nochmal schön zum Kontrast einfach nochmal anschauen. Ja, Alex, kannst du sagen, was ist da alles auf dem Motorrad? Ja, genau. Ja, eine Pikes Peak mit relativ viel Zubehör. Wir haben ja zum Beispiel noch Seitenkoffer nachgerüstet. Dinge, die man auch gar nicht so genau sieht. Beispielsweise Carbonteile in Form vom Heckfender, auch die Mittelblende oder die Mittelkonsole. Jawohl. Reifendrucksensoren, die man natürlich nicht wirklich auf den Anhieb oder direkt auf den Anhieb erkennt. Heizgriffe haben wir sofort nachgerüstet und vor allem das lange Heck ein bisschen kaschiert und ersetzt durch ein kürzeres. Mit der schönen dynamische Blinker quasi nochmal abgerundet. Ja. Genau, Blinker. Ja. Und was tatsächlich auch so eine Kleinigkeit, aber hier, das fällt gar nicht so auf. Ja. Aber das sind auch meiner Meinung nach ganz, ganz wichtige Elemente noch. Ja. Und dann natürlich der besondere Lack. Ja. Diese schwarze Sonderlackierung. Genau. Ja. Das ist wirklich eine Meisterleistung innerhalb von ein paar Tagen. Ja. Minustemperaturen. 3-4 Tage, wenn man es genau nimmt. Ja. Ja. Herzblut. Ja. Jetzt noch vor Weihnachten fertiggestellt. Ja. Ja, dann haben wir noch die typischen Pikes Peak Features mit Öhlins Fahrwerk. Genau, ein Öhlins Fahrwerk, 17 Zoll Vorderrad, Einarmschwinge. Der sportliche Charakter von einem Reisefahrzeug und das, was die Pikes Peak eben ausmacht. Und da haben wir so die Endstufe erreicht. Und schwach auf der Brust ist er auch nicht gerade. Nee, schwach auf der Brust ist er auch nicht mit 170 PS. Ja. Ich habe heute noch ein bisschen die Technik studiert, also 170 PS, ich glaube 135 Newtonmeter. Genau, ja. Das ist so momentan einfach, wenn man die Sparte nimmt, Reisefahrzeuge, der Reise-Enduro, einfach momentan das leistungsstärkste Fahrzeug. Ja. Ja, und sie hat auch eine super Ergonomie, das heißt, man hat eine aufrechte Sitzposition. Genau. Für den Frank haben wir die quasi auf die niedrige Sitzposition noch eingestellt. Die ist quasi auch verstellbar nochmal um 2 cm. In einer Rastenfunktion quasi. Und wir können es auch direkt runternehmen. Genau. Beim Aufstellen, am besten mit dem Koffer. Genau. Ja, passt doch wunderbar. Wie fühlt sich's an, Frank? Schade, dass das Wetter so schlecht ist. Sehr gut. Die ist auch ziemlich tief, gell? Die ist gar nicht so. Ja, mein Fuß kommt aber gut hin. Okay, genau. Ja, ich meine, wie gesagt, die ist jetzt auf der niedrigen Position. Ich denke mal, das passt so für dich wunderbar. Ja. Schleidetank, Lenker, alles gut. Ja, und Ducati hat ja da was richtig Tolles gemacht, V4. Genau. Ja, im Vergleich zu dem V2. Nochmal eine ganz andere Dimension. Ja, im Prinzip auch nochmal eine Änderung gewesen für Ducati. Und von daher. Da sind wir mal gespannt auf der erste Fahrbericht. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin mal gespannt. Weil er hat noch die GS in den Knochen. Ja.
Ja, der hat jetzt verkauft. Dann bin ich mal gespannt. Einen Meter gefahren, ja. Und er bringt einen ganz, ganz anderen Charakter mit sich. Und von daher bin ich echt gespannt auf die ersten Berichte. Ja. Es ist so, die Grundbedienung, wie gesagt, die schauen wir jetzt einfach mal komplett von vorne bis hinten durch. Das Ganze beschränkt sich eigentlich mehr oder weniger, wenn man es genau nimmt, auf 3, maximal 4 Knöpfe. Mhm. Ja. Und dann ist man da wirklich schon eigentlich, kommt man da wirklich gut klar. Ich nenne es immer das hier Joystick. Ja. Mit dem hier komme ich hier überhaupt in irgendwelche. Wenn wir jetzt gerade mal den Punkt wählen und wenn du mal einen Punkt wählst, einfach drücken. Ja. Ja. Und damit bestätigt man quasi das Ganze. Mhm. Man kann hier dimmen, genau, man kann ihn erweitern, das muss man einfach mal ausprobieren. Immer, du bist klar, vom Auto kennt man es vielleicht, aber im Motorrad ist ja doch auch was relativ Neues und Aktuelles. Ja. Genau. Da kann man gar nicht so viel machen, weil man noch keine Verbindung mit dem Handy hat. Das Tag verlicht aus. Mhm. Genau. Und jetzt ist wieder an. Es passt sich, wie gesagt, sowieso ständig automatisch an. Ja. Hintergrundbeleuchtung genauso, wie drin ist. Ja, vielleicht ein bisschen jährlicher so. Ja. Genau. Hier haben wir die Multistrata. Wie gesagt, man kann das Motromik mehr und dadurch haben sich die Intervalle vom Ventilspiel deutlich erhöht auf 60.000. Ja. Rundenzeiten musst du vermessen. In Rot. Reifen kannst du auch kalibrieren. Das muss aber nicht machen. Und das wird jetzt ja geändert. Das macht ja der Herrniger sowieso. Schwarzer Front, ein schwarzer Tank. Die V4. Hm. Ich muss die Reifen kalibrieren nach dem Wechsel. Okay.